Willkommen zurück zu Subnautica. Ich habe jetzt über die Weihnachtsfeiertage und Silvester und so nicht aufgenommen. Deswegen möchte ich jetzt mal gucken, was haben wir gemacht. Wir waren, glaube ich, fleißig am Bauen und dem Gebiet nach zu urteilen war ich, ja, auf Silbererzsuche. War das das? Ich hätte natürlich meine letzte Folge nochmal gucken können, aber das habe ich nicht gemacht. ich glaube, ich brauchte Silbererz. Das heißt, wir gucken hier erstmal ein bisschen weiter. Das sind jetzt zu viele Pirsche. Und wir haben noch 25 Minuten, bis das Schiff Sunbeam ankommt. Ich bin echt gespannt, was da noch draus wird. Kann ja nicht sein, dass wir schon gerettet werden. Ah, Sandstein. Und, ja, Gold. Ich dachte, wir haben Glück. Kalkstein. Oh nee, nicht du. Ah. Mist. Vieh, komm, mach doch ab. Brauchst noch Wasserstoff. Und Wasser. Und was zu essen. Und Heilung. Sieht gar nicht so gut aus. Ja, sehr gut. Also, was habe ich denn da alles noch im Inventar? Glübscher. Ich finde es das nett, dass du Glübscher heißt. Essen, Wasser. Der ist halt leider nicht gekocht, noch nicht gepökelt. Das ist ja nicht so gut. Glaube, ich esse später was. Und ein Silbererz habe ich schon. Das heißt, ich brauchte noch zwei oder sowas. Für was eigentlich? Fabrikator und noch was? Keine Ahnung. Ich werde es wieder rausfinden. Ist echt ungut hier. Besonders wenn es ruckelt, macht es nicht besser. Komm schon, ich brauche Silber. Ach, das ruckelt manchmal. Also in manchen Stellen nervt es extrem. So wie hier, wenn man sich umsehen muss und Gegner in der Nähe hat, weil die dann ganz schnell mal vor einem auftauchen können. Zeit ist auch gut. Ach ne, das ist so ein großes Salzvorkommen, das bringt mir nicht so viel. Ich hätte gerne das kleine Salz. Komm, Sandstein. Das gibt's doch nicht. Kein Sandstein für mich. Ja, ich schwimme gerade ein Stückchen weg, weil Sandheim. Jetzt sammle ich gerade die Sachen auf. 30 Sekunden Oxygen remaining. Was machen wir denn? Ich brauche das Silbererz. Ich nehme an, da wo es am gefährlichsten ist, gibt Silbererz. Ich probiere das jetzt mal. Theorie. Kalkstein, oder auch nicht? Hahaha. Nochmal Kalkstein. Ich verstehe halt manchmal nicht, warum das noch ruckelt, wenn eigentlich alles geladen hat. Ich meine, die Texturen sind ja hier in der Gegend überall da. Ach, Kalkstein. Das müssen irgendwie Schlingpflanzen vielleicht sein. Das gibt's doch gar nicht. Salz, Sandstein. 30 seconds of oxygen remaining. Salzstein, was bist du denn? Was sind wir denn jetzt? Okay. Basis ist irgendwo da hinten. Ach ja, stimmt, ich brauche noch eine Boje für meine Basis. Ich meine, die ist in der Nähe von der Kapsel, aber das kann sich schnell ändern.
Habe ich mir das Ding schon mal angeguckt? Oh, was haben wir denn hier? Ach so, ja, Destillanzug, das bringt sie durch. Ach. Habe ich den Destillanzug nicht schon? Nein? Basis-Bioreaktor. Unser guter alter Bioreaktor. Oh, da können wir einige scannen noch. Siegleiter. Habe ich doch schon. Ja, deswegen war das jetzt auch nur Titan. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Ja, ja. Dann hatte ich aber wohl den Distillanzug noch nicht. Kann ich hier aufmachen? Nein. So, außer Siegleiter, Bioreaktor. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt alle Teile? Ja. Mein Inventar ist voll. Basis-Bioreaktor. Kriege ich hier sonst noch irgendwas? Batterie-Ladestation. Schön, schön. Dann habe ich den Bauplan schon. Das heißt, es ist hier wieder wie Titan. Alles klar. Und natürlich geht es da noch weiter, aber... Ich muss raus hier, ich muss raus hier, ich muss raus hier. Dem Licht entgegen. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Schön, ich wollte eigentlich Silbererz, aber habe jetzt zwei Baupläne. ich glaube, ich lasse mal ein bisschen Kupfer fallen. Und Gold, das brauchen wir nämlich momentan nicht. Kanone, Seemotte brauchen wir noch. Okay. Ja, noch ungelesene Dinger, mehr oder weniger. Baupläne. Die Batterieladestation ist sehr gut. Bioreaktor auch nicht schlecht. Und die Stillanzugsüße. So, vielleicht muss ich auch jetzt mal langsam zur Basis einfach zurück, weil, wegen Essen und so. Aber ich hätte gerne noch... Komm, gib mir noch zwei Silbererz. Kackstein. Die Pirsche ignoriere ich jetzt. Vielleicht ignorieren sie mich dann auch. Ah. Es gab hier doch immer Sandstein. Ich finde das nicht cool. Sandstein und oh, Silber, sehr gut, sehr gut. Noch eins. Wow, wie der Sandteil da unten gelauert hat. Der hing so irgendwie am Felsen, voll fies. Ich glaube, ich bin gerade noch weiter von der Basis weggeschwommen. Aber hier sieht's gut aus. Nicht finde ich hier noch einen Sandstein. Nein? Ja. Ich meine, ich brauche drei. Und? Scheiß Gold. Ich brauche schon Gold. Ja, macht mich wahnsinnig. Dass ich so wenig Sauerstoff habe, hilft auch nicht gerade.
Ich schwimme erst zur Basis zurück, wenn ich dasselbe letzte Silbererz habe. Ist doch gar nicht, ey. Emergency. Ja, sehr gut. 10 seconds of oxygen remaining. So, du bist jetzt Sandstein. Da es dauernd scannen will, mache ich das gerade mal. Es geht nämlich auf den Nerv. Ich hasse dich. Was ist das? Hm. Ja, schön hier. Caution. 30 seconds of oxygen remaining. Neues Biom gefunden. Also ich meine, wir kennen das aus der ersten Staffel, aber dieses Pilzbiom. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Okay, komm. Gib mir Sandstein. Mir Silbererz. Sandstein. Ich scanne. Dann haben wir das auch weg. Und es ist wieder Gold. Au, aha. Komm, komm. Hey. Weg, weg. Wieso macht er eigentlich mit dem Messer? Wieso schneidet er nicht? Das raff ich nicht. Der haut irgendwie nur auf sein Handgelenk drauf. Das ist voll komisch. Normal ist rechte Maustaste ja schneiden. Das drücke ich auch, wenn das Vieh sich festsaugt. Verstehe ich nicht so ganz. Naja. Na gut, ich habe noch Platz. Essen plus. Ach komm, wir essen den mal gerade roh. Ich habe noch was zu trinken. Ich habe da noch mehr gesehen. Kalkstein. Silbererz, ja. Okay. 3 Silbererz, ich hoffe 3 reicht. Okay. Gerade mal ein bisschen was mitnehmen. Ganz schön weit geschwommen. Und ich würde sagen, am Ende der Folge sehen wir, was passiert mit der Sunbeam. Noch 11 Minuten. Ich denke, die Folge kann ich so lang machen. Das geht schon. Ich finde es sehr nett, dass der Gasopod immer unsere Dingens hier bewacht. Zur Kapsel. Ah, wunderbar. Da sind wir wieder. Jetzt erstmal pökeln. Und ich brauche Wasser. Das war aber nicht die Tischkoralle, sondern die gewöhnliche. Habe ich dafür noch was? Hm.
Ich habe keine Ahnung. Ne? Moment. Also, das kennen wir ja schon, Desinfektionsmittel mit Wasser. Schon sieht das wieder besser aus. Und dann, was kriege ich denn hier Neues angezeigt? Achso, den Distillanzug. Feuerlöscher kann ich auch selbst herstellen. Das ist schön. Muss aber gar nicht sein. Dann lass mich gerade mal überlegen. Wie war das jetzt? Ich kann einen Kabelsatz und einen Computerchip herstellen und eins davon wollte ich eigentlich auch machen. Fabrikator, Kabelsatz und Computerchip, genau, beide. Das war das. Und ich kann den Kupferdraht machen, weil kann ich nämlich noch eine Sauerstoffflasche herstellen. 105 Sauerstoff, wie sieht das aus? Das sieht gut aus. Die haben wir zwar jetzt immer im Inventar, aber das geht schon. Vielleicht. Für irgendwas brauchte ich noch Kupferdraht, wie ich gesehen habe. Ah ja, der Signalboje, das war das. Aha. Dann kann ich nämlich die Basis markieren. Schön. Runter. Noch 8 Minuten. Und dann werde ich jetzt einfach mal hier so die Boje platzieren. Vielleicht ein bisschen höher. Wenn ich hier noch bauen will. Ah, das war echt so. Warum macht er das eigentlich so niedrig? Ja, ist egal. Das können wir doch noch umbenennen. Beschriften. Basis. Wunderbar. Welcome aboard, Captain. Und dann können wir jetzt hier einen Fabrikator basteln. Ich den in die Mitte. Ich hoffe, rechts und links ist da noch Platz für einen Schrank. Tada. Ich kann natürlich auch Verbandskasten und Kommunikator rechts und links hinsetzen oder so. Das ging auch. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier nämlich dann gut gerüstet. Können hier alles herstellen. Kann ich eigentlich schon einen Schrank machen, wo ich gerade dabei bin. Das ist ein großer, das ist schön, das ist ein kleiner. Dann mache ich die dahin. Ja, ich mache die erstmal dahin. Zwei Titan. Dann kann ich nämlich anfangen, mal langsam so ein bisschen umzuräumen. Und ich hätte gern ein Fenster. Ich habe kein Glas mehr. So, dann hier ein Fenster. Können wir schon rausgucken. Na.
Glas. Noch 5 Minuten. Und auf die Seite. Und dann machen wir da und da auch noch hin. Und die beiden Wände bleiben für Schränke und Sachen. Und aufstellen können wir auch noch ein bisschen was. Und ich brauche natürlich... Oh, ich muss gerade überlegen. Weil wir sollten ja schon... Ich will noch einen anderen Mehrzweckraum. Ich brauche noch mehr Räume und einen Durchgang dazu. Vielleicht machen wir den Durchgang einfach im zweiten Stock. Dann können wir hier alles vollstellen. Das wäre eine Idee. Bäh. Schön, dass wir hier noch vor der Haustür was zu essen haben. Das wird sich bald ändern, leider. Wie sieht denn mein Inventar aus? Ah, ja, okay. Ich habe jetzt zufällig Titan, ich habe Salz, ja. Hallo Essen. Hallo Essen. So, mit was fange ich denn an? Ich würde... Ja, nicht mit dem Behälter. Damit nicht. Der Segleiter, der ist momentan leer. Das heißt, das ignoriere ich gerade mal. Das Grünzeug ignoriere ich auch noch mal. Das heißt, das ignoriere ich auch. Das heißt, wir haben eigentlich nur da draus drum. Blei, Feuerlöcher, keine Ahnung. Das Poster, das violette Artefakt. Reparaturwerkzeug, das nehmen wir mit. Ach komm, ich nehme das andere Zeug auch schon mal mit. Und dann war hier noch was drin, oder? Ah ja, hier war es ganz Quarz drin. Schön. Nehmen wir das mit. Noch 2 Minuten? Ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, ob wir von hier aus dann was mitkriegen oder ob wir es darüber müssen. So. Ich kann mir noch Fenster leisten. Und dann kommt hier rein. Quarz, Kupfer, Blei, ich weiß, ja, ich komme, ich sortiere das später. Ich packe erstmal das Zeug hier rein. Ich habe doch, achso, ich habe das Glas da reingetan, ich bin zu doof. So. Schön. Dann haben wir schon mal rundherum Glas. Titan hätte ich keins mehr.
Das müssen wir dann gleich noch besorgen für eine Leiter. In 35 Sekunden sollte hier was passieren. 32 Sekunden, ich esse darauf was. Jetzt bin ich gespannt. Noch 20 Sekunden. Man das irgendwie sieht. Ich hätte hier noch eine Batterie machen sollen, den Seegleiter nehmen und dann dahinter fahren. 5 Sekunden. Stille. Hätte man das nicht irgendwie... Oh doch, da ist sie, da ist sie, da kommt sie. Picking up orbital transponder signature. Trading vessel. Bulldog class. Vessel is approaching planet surface and initiating surface scanning procedures. Hilfe, hallo, SOS, SOS. Ich bin hier. Detecting massive power surge from anomalous contact. Energy discharge detected. Scheiße. Vessel signature lost. Scheiße. Das war so klar, aber richtig. Wir kamen nicht mehr dazu zu landen. Wurden eiskalt abgeschossen. Das war die Sunbeam. War nett, euch kennengelernt zu haben über den Kommunikator. Ich konnte euch leider nie persönlich treffen. Ich frage mich, ob die auch, ob es da so eine Crash-Site gibt, also ob da jetzt auch Teile irgendwie ins Wasser gefallen sind oder so. Wir werden es rausfinden. Ich werde auf jeden Fall demnächst da Richtung, ne, Nordinsel, von wo der dieser Strahl kam, wo die abgeschossen wurde. Da werden wir hinschwimmen müssen. Ja, das war unsere Rettung. Ich fühle mich sehr gerettet. Ich brauche Titan. So, hier gibt's Sandstein, toll. Aber auch wieder nur Gold drin. Gerade mal ein bisschen gucken. War da irgendwas drin? Seegleiter. Oh, Seegleiter gibt aber, das gibt Titan. Sehr schön. Das war nur Blei. Titan. Kupfer. Titan. Tauchen wir einmal nochmal durch. Okay. Bauen wir erstmal noch einen Schrank. 10 seconds of oxygen remaining. Schön, dass wir immer von dieser Giftwolke empfangen werden. Achso, ich will auch zu meiner Basis, nicht zu der Kapsel. Ich bin schon so auf diese Kapsel trainiert. Plötzliche Dunkelheit, das ist... Sauerstoff. Das ist Sauerstoffmangel. Plötzliche Dunkelheit ist entweder eine Sonnenfinsternis oder Sauerstoffmangel. In diesem Fall wurde es ein bisschen zu schnell zu dunkel. Welcome aboard, Captain. Das war Sauerstoff. Okay, noch ein Schrank. Ich
glaube, ja, da kriegen wir 3 hin. Das ist schön. Ich brauche wieder Quarz. Quarz. Ich habe ja Quarz. Okay, dann muss ich mir ein bisschen überlegen, wie ich das sortieren möchte. Das mache ich aber, glaube ich, gerade mal so nach der Aufnahme. Da sortiere ich das Zeug dann da rein und ja, dann sollten wir eine Batterie basteln für den Seegleiter, dass wir da ein bisschen schneller Richtung Nordinsel kommen. Hoffen, dass wir vielleicht noch Seemotteteile finden. Ich finde süß, dass wir so ein Kaninchen vor der Haustür haben. Das ist sehr nett. Und achso, ich wollte auch eine Leiter bauen. Kann ich die jetzt noch bauen? Ja, ich kann die noch bauen. Leiter. 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 Was? Wieso willst du keine Leiter bauen? Ich kann doch inmitten des Raumes normalerweise eine Leiter stellen. Willst du mich verarschen? Was will mich verarschen? Das geht normalerweise. Wenn nicht, muss ich hier die Luke wegnehmen und dann machen wir einen Übergang zu dem nächsten Raum hierdurch irgendwie. Das kann ich auch machen. Das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.